Archiv.org hat einige Sachen für Nostalgiker aufgeschaltet. Ich blende dann die URL noch ein. Hier könnt ihr sie klein sehen. Die werde ich dann auch groß einblenden. Hier hat es ganz viele Software, alte Software, die ihr euch anschauen könnt. Ich nehme mal da einfach mal Mac Paint, dass man das anschauen kann als Beispiel. Das sieht dann so aus. Es wird einiges beschrieben zur Software, was sie macht, wie sie entstanden ist. Ich klicke mal einfach auf diesen Button und jetzt wird eigentlich im Browser die ganze Software installiert. Es wird jetzt runterkopiert, wie man es kennt von den Disketten her. Dann gibt es einen Ton und jetzt wird eigentlich das Programm hier in diesem Bildschirm gestartet, das ganz alte Mac Paint. Hier oben die Diskette, einfach einen Doppelklick drauf, geht das auf, dann Mac Paint doppelklicken und schon habt ihr Mac Paint im Zugriff. Natürlich kann ich jetzt da irgendwas zeichnen, funktioniert, oder eine Fläche aufziehen, anderes Muster, Fläche aufziehen, irgendwie eine Freihand. Variante, funktioniert alles. Auch die Menüs könnt ihr so bedienen. Ich könnte jetzt in die Änderungen selbst was machen, das wegnehmen, das. Und dann OK sagen. Und das nächste Mal ist dann das mein Muster. Ich finde es noch ganz spannend, für alle Nostalgiker könnt ihr wirklich eure Software, die hier schon lange nicht mehr gebraucht habt, hier im Browser installieren. Für alle, die es probieren, wünsche ich viel Vergnügen.